Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Titan Quest All Classes. Wir haben fast das Ende vom ersten Erweiterungspack erreicht auf episch. Epischer Schwierigkeitsgrad. Wir sind in der heißen Phase vom Hades-Bereich. Oder der Immortal Throne Zone, je nachdem wie man es nennen möchte. Wir sind hier. Gadir. Ach nee, Moment, das war eine andere Zone. Under Typhon. Der fällt hier einfach mal um. Ich hatte in der letzten Folge noch gesagt, naja, den kitet man einfach. Und jetzt habe ich ihn gerade gefacetankt. Obwohl er ein Untoter ist. Und ich mich damit gegen ihn nicht heilen kann. Gesegnet seist du, Krieger. Okay, das war gerade tatsächlich interessant, also. Come on. Beeil dich. Gut. Inventar ist relativ voll tatsächlich, das ist eigentlich nicht gut. Aber okay. Dann können wir hier einmal durchziehen. Ich bräuchte mal wieder einen Erebus-Kristall mit plus 1 auf alle Fähigkeiten. Der fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen. So. Es gibt eine Sache in Titan Quest, die ich weiß nicht, wie ich es finden soll, weil man kann es eben nicht beurteilen, stand aktuell, weil es eben um eine Sache geht, die so halt nicht funktioniert, wie sie jetzt gerade implementiert ist. Oder die Intended halt nicht funktioniert. Es geht jetzt nicht darum, dass irgendwie ein Bug ist oder sowas. Aber na, es geht im Endeffekt darum, dass einzelne Features von den DLCs nicht gegenseitig aufeinander einwirken. Und in dem Fall meine ich konkret das Feature aus Atlantis, dass es ein Suffix gibt namens des Erfinders und das Feature aus Ragnarök, dass man eben einmal pro Schwierigkeitsgrad einen beliebigen legendären oder epischen Gegenstand, also lila oder blau, mit Affixen belegen kann. Es ist also nicht möglich, das Affix oder das Suffix des Erfinders auf legendäre Items zu bringen. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich gerne mal sehen würde, was damit alles möglich wäre. Auf der anderen Seite finde ich es vielleicht ganz gut, weil wenn man mal drüber nachdenkt, steht auf dem Erfinder-Gear drauf, dieser Gegenstand kann zweimal modifiziert werden und nicht kann ein zusätzliches Mal modifiziert werden. Was bedeuten würde, wenn dieses Affix genauso drauf geht, das ist ein MI, danke, wenn dieses Affix kann zweimal modifiziert werden, genauso auf einen legendären Gegenstand gehen würde, dann hätten wir potenziell einen legendären Gegenstand, der zweimal modifiziert werden kann. Ich glaube, das würde ein bisschen was. Es würde ein bisschen was heartbreaken, glaube ich. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass es nicht geht, aber auf der anderen Seite würde mich halt interessieren, wie das zusammenspielen würde, wenn es gehen würde. Und mich würde auch interessieren, wie OP man Sachen machen könnte. Auf Dauer wäre es, glaube ich, eher langweilig. Aber für mal zwischendurch
Für die Wissenschaft wäre es, glaube ich, ganz interessant. Ich bin ja generell so ein Spieler, der sehr auf wissenschaftliche Ansätze aus ist in Spielen. Also Sachen ausprobieren, sich um Zahlen kümmern, schauen, was kann man damit machen und so weiter und so fort. Und eben auch Theory Crafting, überlegen, was könnte gut sein. Okay. Ach, by the way, immer noch größtes getötetes Monster, die Drachenleiche. RIP Kerberos. Es könnte auch einfach sein, dass man zwei drauf machen darf, aber die Regelkräfte, dass man keine auf Legendaries machen kann. Das heißt, dass das halt statt 1 wird zu 0, ein 2 wird zu 0 ist. Das könnte natürlich auch sein. Wobei ich an der Stelle halt immer die so gedanklich mir selber die Frage gestellt habe, ob es einfach ein Verbot ist, dass man sagt, man kann, also ob die Items sozusagen einen Flag haben mit dieses Item kann keine Relikte aufnehmen, oder ob es irgendwie einfach heißt, es ist einfach eine Itemklasse, wo Anzahl sockelbarer Items ist gleich 0 oder Anzahl der Sockelmöglichkeiten ist gleich 0 ist. Weil so ein ist gleich 0 wäre natürlich, könnte man natürlich mit einem plus 1 aushebeln. Aber wenn es ein Flag ist, ist sockelbar ja oder nein, dann hättest du natürlich recht. Hahaha, was ist das eigentlich für ein Helm? Energieschild ist 300 Schadensabsorption, Schutz vor allem möglichen, alles klar. Wir werden es nie erfahren. Ja, das ist korrekt. Es sei denn, wir hätten irgendjemanden, der mit dem World Tool mal draufschauen möchte. Und eventuell mal die Drop-Chancen für dieses Affix mit einsetzen möchte. Sofern das natürlich möglich ist und sofern es nicht irgendwie tabellenmäßig in der falschen Spalte liegt oder in der falschen Tabelle liegt und man das deswegen nicht kreuzaufranzieren kann. Was natürlich auch möglich wäre. So, zwei Behemoths down. Doch, sonst nur noch drei dazu. Hoppla hopp. Das hat ein bisschen mehr Schaden gemacht, als ich dachte. Aber wir haben nach wie vor noch den Vorteil. Also wir haben nach wie vor relativ wenige Tote, das wollte ich eigentlich sagen. Dass ich mich getraut habe, das zu machen. Eieieiei. Was wollten wir diesmal eigentlich als Thema?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte kurz drüber nachgedacht, hatte auch kein Thema gefunden. Wollen wir ein Thema aufmachen, was für Themen wir nehmen könnten? Oh, ganz fies. Ganz fies, Latine. Eine Frage. Gibt's Themen, die du mal im Gedächtnis hattest, wo du meinst, könnte man eventuell machen, wo du dir aber gesagt hast, nee, für den Stream ist es scheiße? Themen, die dir zwar eingefallen sind, wie du aber dann danach dann doch gesagt hast, nee, ich habe kein Thema, weil du gemerkt hast, vielleicht nicht on stream. Nee, hatte ich nicht. Okay, that's interesting. Ich hatte ein, zwei mal eins, deswegen. Deswegen hatte ich gefragt. Wir können einfach über das Wetter reden. Auch eine Möglichkeit, das Problem ist allerdings, Smalltalk über das Wetter hat immer so die Angewohnheit, dass du nach ein paar Minuten fertig bist damit normalerweise. Was prinzipiell nicht schlecht ist. Ich hätte ein Thema, dann raus damit, Latin. Immer raus damit. Solange es ein Zeitkontingent von 48 Minuten nicht überstreckt, ist alles in Ordnung. Eieieiei, Tiger. Und ich habe mich schon gefragt, warum hier nichts vorwärts geht. Ich habe meine Waffe aus Versehen gewechselt. Wäre ein unendliches Inventar sinnvoll, das du nicht immer verkaufen gehen musst? Ich würde tatsächlich nein sagen. Ich meine, viele Leute würden da jetzt wahrscheinlich als erstes mal direkt sagen, oh ja, klar, wäre ganz cool, weil dann könnte ich alles immer aufsammeln und dann in der nächsten Stadt verkaufen, egal wie es aussieht. Aber ich würde tatsächlich sagen, das macht nicht mal was aus. Also, das wäre nicht mal so gut, wenn ich schlicht und ergreifend zu viele Items mitnehmen würde. Diablo haben sie jetzt ja schon vergrößert, indem alles nur ein Slot wegnimmt. Ja, gut. Für deinen Hochmut wirst du zahlen. Oh, by the way, ich wollte eine Urchaos. $6,6K habe ich gesehen. Oh boy! Hades. Ich habe ganz vergessen, der gute Hades auf der dritten Phase hat negativen Elementwiderstand. Ich habe dem gerade 11.000 Damage gedrückt. Du hast sowohl einen Titanen als auch einen Olympia besiegt. Ich habe gerade 11.000 Damage gesehen. GG. Sollte überhaupt so viel Loot droppen, wenn du es eh liegen lässt oder verkaufst. Ich würde ja sagen. Also gerade in Titan Quest, in Diablo ist es halt wieder so ein bisschen eine andere Sache, aber in Titan Quest ist es ja so, dass Gegner halt genau das fallen lassen, was sie tragen. Was es insofern realistisch ist. Man könnte natürlich hinterfragen, ist es vielleicht nicht ein bisschen zu viel, was sie gerade fällt. Was sagt man dazu? Aber auf der anderen Seite ist es halt realistisch, Gegner lassen das fallen, was sie tragen. Und natürlich hat nicht jeder Gegner den besten Ausrüstungsgegenstand dabei. Das heißt, das macht durchaus so Sinn, wie es ist. Meiner Meinung nach. Das mit dem unendlichen Inventar. Ich habe halt gesagt, dass es meiner Meinung nach für mich persönlich keinen Sinn machen würde. Unendliches Inventar. Weil ich leider eine kleine Sammelhure bin. Ja, auf Wiedersehen. Das heißt,
durch das Inventar, was ich hier habe, bin ich gezwungen, die Items zu filtern, damit ich nicht wirklich dauernd zurückrennen muss. Ich meine, du kannst ja sogar auf, ich gehe mal kurz Richtung, während ich hier gerade das Ganze kurz ausführe, gehe ich mal kurz eben in das Gericht zurück, dann machen wir nämlich die harte Schatzkammer. Aber das ist ganz gut, wenn wir hier rauskommen, weil, ich habe hier einen Itemfilter. Ich kann natürlich jetzt auch diesen Itemfilter machen. Da sieht man jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich viel mehr, es sei denn, da ist irgendwo... Na, hopp, da müssen doch Items sein. Ah, hier. Hier sind dann beispielsweise gelbe Items. Dann könnte ich natürlich auch diesen Itemfilter machen. Dann sind plötzlich weiße Items da. Die könnte ich dann ja auch mitnehmen, weil, wäre ja kein Stress. Unendlich großes Inventar, nehme ich die weißen halt auch mit. Oder ich mache das hier und... Nehm halt wirklich jeden Scheiß mit. Dann habe ich halt ein unendliches Inventar und muss in jeder Stadt beim nächsten Händler dann halt mal 2000 Gegenstände einzeln verkaufen. Ich meine, dann bräuchte man natürlich wieder so ein Sammelverkaufen. Und wenn du dann überhaupt nicht mehr nachschaust, welche Items du überhaupt bekommen hattest, dann würde ich dir fast zustimmen, dann muss man es auch gar nicht erst möglich haben. Das ist jetzt so eine Sache für Diablo 3 beispielsweise. Also in Titan Quest macht schon Sinn, dass sie die fallen lassen, aber beispielsweise Diablo 3 habe ich mir auch schon noch nicht mal gedacht, wäre eigentlich besser, wenn sie, statt dass sie die Items fallen lassen, einfach kurz das, was man an Materialien rauskriegen würde, fallen lassen. Weil dann musst du wirklich, also da kriegst du halt wirklich super schnell... kommst du an deine Grenzen. Das halt nur noch legendäre Gegenstände droppen und dann halt Materialien. Weil sobald du Level 70 erreichst... Ich meine, bei Diablo 3 hast du ja sogar noch einen Freifahrtschein, weil du kannst das ja sehr schön machen. Ich meine, natürlich sind normale gelbe Items auch sinnvoll in Diablo 3. Aber halt nur bis zu einem gewissen Grad. Und wenn du, sagen wir mal, auf Qual 6 und höher unterwegs bist... Dann wirst du wahrscheinlich eh nur noch legendäre Items tragen. Also das ist so meine Erfahrung mit Diablo 3 halt. Wie gesagt, Titan Quest, wenn du diese Philosophie hast von Gegner lassen genau das fallen, was sie tragen. Und das sieht dann halt genau so aus, dass die halt sehr, sehr viel Schrott auch dabei hatten. Dann macht es ja durchaus Sinn, das so zu implementieren. In Diablo 3 lassen die Gegner halt alles kreuz und quer fallen. Es hat keinen Bezug darauf, was sie tragen. Es hat keinen Bezug darauf, was es für Gegner sind. Und, ja, die Chance, ab einem gewissen Schwierigkeitsgrad ist die Chance, dass du das brauchen kannst, was sie fallen lassen, halt gleich null. Was ist das für ein Edelstein? Woher? Also da würde ich vielleicht sogar schon fast zustimmen, dass das möglich wäre. Okay, statische Ladung. Den da kann ich anmachen. Wir ziehen die heilige Raserei noch ein bisschen hoch. Die kann ich nämlich auch relativ bald brauchen. So, dann können wir nach Norden, nämlich nach Korinth. Möge Hermes dich auf deinem Weg begleiten. Ich koche alles ein. Meine Güte, wenn Telfortex das sieht, dass ich hier schon wieder was anderes geskillt habe als den Wisp, der wird halt wirklich einen Backflip machen. Die haben einen eigenen Loot Table mit exklusiven Items. Ah. Sei gegrüßt. Junger Krieger.
sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Was? Ariston sagt das? Jawohl, sagt er. Ich weiß doch nicht, was ich ihm gesagt habe, dass Ariston gesagt hat, aber... wird schon irgendwie stimmen. Donas Hammer, alles klar. Was habe ich jetzt eigentlich für eine Schadensreduktion drin? 30%. Ne, 28% gerade, aber geht auch. Ah, okay. Ja gut, das wäre dann natürlich eine Möglichkeit. Da gibt es dann natürlich eigenen Loot dafür, aber... Die Frage von Latin hat sich wahrscheinlich auch bezogen auf wirklich das meiste, was wir hier durchlaufen, an Trash. Du könntest ja natürlich sogar sagen, die meisten Gegner hier lassen keine Items mehr fallen, sondern nur die Bosse lassen wirklich Unique Items fallen. Wäre ja auch mal eine interessante, das fände ich auch mal ein sehr interessantes Konzept, wenn man einfach sagt, man hat einfach keine Waffen oder so, die mehr fallen gelassen werden, sondern nur noch Materialien, und dann werden eben Materialien zum Schmieden verwendet, dass man eben selber seine eigenen Sachen erweitern kann. So ein bisschen Richtung Monster Hunter Prinzip, aber halt auf die komplette Ausrüstung bezogen. Wäre auch mal interessant. Meiner Meinung nach. Die Wache hier, die macht... die ist auch auf Abwägen unterwegs gerade. Also so ein System würde ich mir auch mal... fände ich auch mal ganz interessant, wenn wir es auf dem Ding hätten. Auf einem Action-RPG. Wenn da anfängt, keine Items mehr zu verkaufen. Ja gut, aber was für Items verkaufen Händler aktuell in Diablo 3 beispielsweise, welche man brauchen kann? Gibt's legit keine. Ab einem gewissen Schwierigkeitsgrad gibt's auch keine Items mehr, die Händler verkaufen, die man selber brauchen kann. Und an und für sich... ich glaube auch, dass Händler nicht unbedingt Items verkaufen müssen. Wenn du beispielsweise ein Marketplace-System hättest, dann wäre das auch wieder ein interessanter Aspekt. Das ist nicht ihr Fehler, das Problem. Ja gut, das ist halt immer so ein bisschen Standpunkt. Ist das wirklich? Die Sache ist halt im Endeffekt, egal was für ein System du hast, du musst ein System haben, was zum restlichen Game passt. Ja, wenn das System nicht zum restlichen Game passt, dann bringt das beste Konzept nichts. Und genau deswegen sage ich hier nur so, murmel ich hier nur so ein paar Ideen vor mich hin.
Aber natürlich müsste man Games finden, die dazu passen. Und das Gesamtkonzept vom Game muss dazu passen. Genau deswegen habe ich, by the way, auch gesagt, dass meiner Meinung nach in Titan Quest es nicht unsinnig ist, dass Gegner so viel Loot droppen. Stab der Herr in der Nacht? Jawohl. Naja, weil im Gesamtkonzept von Titan Quest ist das eben eine sehr coole Sache, dass eben genau dieser Loot gedroppt wird, den die Gegner auch eben auch tragen. Weil genau dieses, ich droppe den Loot, den die Gegner, also der Gegner droppt den Loot, den er selber trägt, genau dieses Konzept ist ja genau das, was die MI-Mechanik eigentlich ausmacht. Ich meine, wir hatten gerade das beste Beispiel von der Broken MI-Mechanik. Herzlichen Glückwunsch, wir hatten wieder einen Stab der Herren der Nacht bei den Gegnern hier. Aber genau diese MI-Mechanik, dass man eben manche seltenen Items oder stärkere magische Items, also normale magische Items in der stärkeren Version, dass man die nur bei ganz gewissen Gegnern findet. Genau dieses Konzept lässt sich halt am besten genau deswegen umsetzen, weil die Gegner generell nur das fallen lassen, was sie selber tragen. Und genau deswegen funktioniert das MI-Konzept auch so schön, also das MI-Konzept in Sachen Droptable daneben. Bei Diablo 2 war es, ich glaube, teilweise mit drin, aber du konntest durchaus auch bei normalen, also du konntest beispielsweise auch, was ist jetzt? Genau, bestes Beispiel, Diablo 2, direkt Anfang, Lager der Jäger drin raus, in die Höhle des Bösen rein, hast so ein Gargantua vor dir gehabt, lässt ein Schwert fallen. Das wird dir so in Titan Quest niemals passieren, dass du einen Bär begegnest und der lässt ein Schwert fallen. In Diablo 2 ging das. Und vielleicht nicht unbedingt ein Schwert, aber ein Dolch. Halt, du weißt, was ich meine. Oder du hast Gegner vor dir, die Mondclan-Krieger, der hat gerade ein Schwert in der Hand, lässt aber einen Streitkolben fallen. Auch sowas geht. Das war das, was bei Diablo 2 durchaus möglich war. Aber wie gesagt, bei Titan Quest ist es ja hart gebunden. Und der einzige Grund, warum man nicht alles sieht, was die Gegner fallen lassen, ist, weil ich hier eben die grauen Items ja sowieso schon ausblende, genauso wie die weißen. Kotzt leiser, liebe Leute, meine Güte, nee. Wie ist es eigentlich bei Grimdawn? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe Grimdawn leider zu lange nicht gespielt, um das beantworten zu können. Ich meine, es wäre wie bei Titan Quest gewesen, also dass die Gegner das fallen lassen, was sie selber tragen. Aber nagel mich bitte nicht drauf fest, weil, oh boy. Über Titan Quest, danke für die Bestätigung. Ich könnte es halt legit nicht mehr sagen. Na, Skiron, wie macht sie es im Boden? Alles in Ordnung bei dir? Was haben Titan Quest Bosse mittlerweile immer damit, dass sie im Boden versinken wollen, wenn man sie tötet? Weißt du, der Yeti macht es schon lange vor, aber Skiron kommt jetzt auch noch in die Gruppe rein. Die es cool finden, einfach im Boden zu versinken.
Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, der Riesen-Yeti schaut da halt immer am besten aus. Mit dem ich versink mal im Boden und plötzlich ist er komplett weg. Das ist immer super. So. Ach, das war ein Regenerationsschrein. So. Hoppla, hopp. Macht mal halblang hier mit euren Kampfstandarten. Nicht Kampfstandarten. Doch, Kampfstandarte. Ich dachte gerade irgendwie, ich hätte Kampfmarkierung gesagt, aber natürlich meine Kampfstandarte. Ich hab's komplett richtig gesagt, dachte aber, ich hätte es falsch gesagt und wollte mich verbessern. Nur um das dann doch mal nochmal richtig zu sagen. Woran merkt man, dass man vielleicht ein bisschen zu lange am Streamen ist? Genau an solchen Sachen. So. Plopp. Größere Truppe an Gegnern einfach umgefallen. So. Tritonenrüstung. Hier nehme ich nochmal kurz ein paar mit. Dann haben wir das auch. Oh, Tritonenrüstung sieht da ein bisschen anders. Ach stimmt, die waren ja plus 2 für alle Fähigkeiten der Sturmmeisterschaft immer. Was ja sogar in dem Fall etwas wäre, was ich brauchen könnte. Wobei, so allzu viel eigentlich nicht. Was habe ich eigentlich alles? Ich habe plus 1 auf alle Fähigkeiten der Runenmeisterschaft. Hier plus 1 auf alle Fähigkeiten. Ah, der Ruhmbringer hat noch plus 1 auf alle Fähigkeiten und der fällt nämlich weg. Deswegen. Und da habe ich plus 1 Rune nochmal. Das heißt, wenn ich die beiden austausche, das können wir gleich nochmal kurz am... Ja, eigentlich kann ich ja den Trigger jetzt schon pullen, theoretisch. Hey du. Hey. Hast du... So, können wir uns das gleich mal anschauen eventuell. Just for fun schon mal. Ich hatte ja ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich es noch auf diesem Schwierigkeitsgrad mache, aber irgendwann sollte ich es mal tun. 100% Gesamtschaden, 75% ist ein bisschen höher. 100 Schaden und 100 Elementarschaden und auch minus 33% Gesamtgeschwindigkeit. Hat etwas nicht ganz gestimmt? Ach ja. Prosopon, ein Prosopon. Ist ja Sonderitem. Kann ich aber hier liegen lassen. Reist du nach Norden? Kein Problem. Genau. Ich wollte hier jetzt nochmal schauen. Die wollte ich, by the way, hier reinlegen und nicht im anderen. Also. Ich habe hier die Ranzgunst. Plus 1 auf alle Fähigkeiten der Sturmmeisterschaft, plus 1 auf alle Fähigkeiten der Runenmeisterschaft. Ja, hat vor allem halt Kälte, Blitz und Giftwiderstand mehr.
Bisschen weniger Feuerwiderstand dadurch. Fraglich allerdings, ob ich das Ding brauchen kann. Ranzgunst gibt plus 1 auf plus 1. Das heißt, ich könnte die Ranzgunst reinnehmen und die Krone von Dokmar rausnehmen. Dafür eine Hypnoshaube rein. Dadurch haben wir extrem mehr Lebenskraft. Bisschen mehr Blutung, bisschen mehr Element. Ne, bisschen weniger Element sogar. Aber halt weniger Schaden auch. Da geht ein bisschen Schaden flöten. Die andere Möglichkeit. Das ist nicht mal einfach nur eine andere Möglichkeit. Na gut, der Lebenskraftschadenswiderstand ist da sehr wichtig. Eventuell mit einem Amulett, was noch ein bisschen Lebenskraftschadenswiderstand geben würde, könnte ich die Dämonenläufer reinnehmen für die Wickel der Wölver. Das würde noch sehr gut gehen. Weil das hätte nochmal mehr Wumms dahinter, aber... Oh ja. Das hat, macht schön mehr Bumm, aber zieht halt den Lebenskraftwiderstand runter. Ha. Ich bin wirklich fast aktuell am Überlegen zu sagen, Ranzgunst ist für mich keine Option mehr. Das Amulett der Hygieia sieht ganz gut aus. Eventuell könnte ich aber sogar noch ein anderes finden, was einfach ein bisschen mehr Lebenskraftschadenswiderstand gibt. Dass ich da einfach noch ein anderes Amulett reinnehme. Das wäre tatsächlich auch noch eine Möglichkeit. Willkommen, Krieger. Müsste ich mal schauen. Kommt halt darauf an, ob ich ein Amulett habe, was Lebenskraftschadenswiderstand sehr gut gibt und am besten ein bisschen was an Elementarschäden. Alternativ könnte ich natürlich Ringe schauen, weil es sehr gut möglich wäre, dass ich eventuell nicht, dass ich den Timaios nicht mehr brauche, den ich hier aktuell noch habe. Und dann könnte ich da eventuell einfach, da gibt es sogar, glaube ich, einen Ring, der sehr viel Lebenskraftschadenswiderstand gibt, aber da gibt, glaube ich, sonst nichts, was wir brauchen können. Das müsste ich alles nach der Aufnahme nochmal durchschauen. Wir müssen hier nochmal durchs Lager schauen, im Speziellen auf Ringe und Amulette. Ich bin in letzter Zeit sehr unentschlossen, was mein Equipment jeweils angeht, weil ich doch auf den letzten Charakteren gemerkt habe, dass ich zu festgefahren bin in meiner Auswahl. Gerade der letzte Charakter, der hatte hinten raus doch ein bisschen Probleme gekriegt. Und ich glaube, dass ich ein paar von diesen Problemen hätte umschiffen können, wenn ich ein bisschen häufiger mal das Equipment hinterfragt hätte. Ich meine, im Zweifelsfall würde wahrscheinlich sogar ein Schild gehen. Schild für Lebenskraftschadenswiderstand. Die Mine ist zu, wenn du dich wirklich hinein. Ich meine, das Einzige, was absolut sicher ist, ist, dass ich nicht auf einen grünen Ring wechseln möchte.
oder gelben Ring und dann eben ein Dämonenblut reinknallen möchte. Das habe ich jetzt schon so häufig gemacht. Ich muss auch mal wieder ein paar Charaktere haben, die das eben nicht die ganze Zeit machen, um ihren Lebenskraftschadenswiderstand zu bekommen. Also Dämonenblut für Lebenskraftschadenswiderstand ist ja einer der Staples. Mit 85% ist das ja easy going. Aber ja, ich will mich nicht bei allen Charakteren drauf verlassen müssen. Und gerade die Runencharaktere sind da sehr prädestiniert, dass ich mit denen versuche, über andere Möglichkeiten eben auch an Lebenskraftschadenswiderstand zu kommen. Einfach aus dem Grund, weil du mit Runencharakteren nicht so viel brauchst, weil die Rune des Lebens hier, der ist halt schon 60% drauf an Lebenskraftschadenswiderstand. Und dann musst du halt nicht, da hast du eine kleinere Gap. Statt 180%, die du schließen musst, musst du nur 120% schließen. So. Ach, Herr Jemini, da habe ich gerade 6900 Damage gesehen mit einer... mit einem Wurf. Aber gut, der stand in der Sturmbö und es war ein normaler Gegner, also der sollte da schon eine Menge kriegen. So, was war das jetzt für ein Teil? Elektrobrandschaden, Lebenskraftschaden. Ja, leider nur Elektrobrand und Lebenskraft. Wenn der Elementarschaden drauf gewesen wäre, sehr gerne. Wenn ich es gerade gelegt habe, kann ich mal kurz nach Heuneburg zurückgehen, aber eigentlich wollte ich nicht nach Heuneburg. Tränke mit hiesigen Kräutern, von Meister Artebutz persönlich gebraut. Auf Wiedersehen. Transport gen Osten nach Illyrien, gen Westen nach Iberien. Ring der 3. Versteinerungsdauer reduziert, Fähigkeiten Störungsschutz. Lebenskraftschadenswiderstand. Auf Wiedersehen. Grüße, sollte viel Glück, Soldat. Willst du etwas über die alten? Der eigentliche Grund, warum ich den hier mitnehmen wollte, war die Schlüsselblume einmal aufheben. Genau. Gut. Dann schauen wir mal. 1, 2, 3. Hoppla hopp. Also welche Slots kann ich verbessern? Ich kann Schilde verbessern. Ich kann... ja, die Krone kriege ich wahrscheinlich da wirklich nicht raus. Mit 25% Elementarschäden ist das cool. Schildslot kann ich verbessern. Da brauche ich nicht unbedingt den Speed. Ich kann ja den rechten Ringslot und das Amulett verbessern. Wobei das natürlich alles noch ein bisschen zurückstehen muss, weil ich ja, ich glaube, ich sollte das wirklich erst auf Legendär machen. Weil auf Legendär sehe ich dann die finalen Resistenzen. Weil ich kann mich jetzt in der Theorie tot optimieren,
Nur um dann zu sehen, ja, jetzt habe ich hier alles auf Maximum und wenn ich dann auf Legendär gehe, habe ich alles auf 20%. Und das wäre tödlich. Ich kann natürlich auch mal schauen, wenn ich jetzt tatsächlich auf dem grünen Schild bleiben sollte, auf dem hier. Was ja auch eine Möglichkeit wäre. Dann könnte ich natürlich auch mal schauen, was ich an, an Sockelmöglichkeiten dafür hätte. Ich meine, Aegis der Athene wäre, glaube ich, nix. Ich bin gerade so im Überlegen, was ich weiß, dass das definitive Schild Optionen sind. Aegis der Athene ist eine definitive Schildoption. Aber sonst fallen mir tatsächlich auch gar nicht so viele ein. Goldenes Vlies ist eine, wobei ich da nicht so genau im Kopf habe, was es macht. Ich bin ganz ehrlich, ich tue sehr, sehr selten grüne Schilde verwenden zum Sockeln. Er hat mir. Ach, ich. Bei der Quest Liebe geht durch den Magen. Da frage ich mich immer, wer die naive Person ist. Ich meine, es ist ja so von der Quest her, du wirst von einem Herren aus Heuneburg gebeten, er hat doch mal nachzuschauen, wo seine Frau ist, weil sie in den Wald gegangen ist, zum Pilze sammeln. Alles schön und gut. Dann triffst du die Frau eben an, neben einem Jäger, der, und die Frau sagt, er hat mir nur geholfen, Pilze zu sammeln. Und alle wissen, woran sie denken. Was für eine Situation man die, ich sag mal, erwischt hat. Jetzt ist es aber so, wenn du die Quest danach nochmal, wenn du danach nochmal mit dem Herrn sprichst, der dir den Auftrag gegeben hat, also zu dem Zeitpunkt, wo du die Frau antriffst, hast, kriegst du schon die Erfahrungspunkte. Du kannst aber nach Heuneburg zurückgehen und nochmal mit dem Questgeber sprechen. Und der sagt dann, ach so, ja, sie ist ja nur Pilze sammeln gewesen und alles gut, sie hat einen Jäger getroffen und der hat dir geholfen. Ach, ist ja schön und gut. Ist ja super alles. Ja, ist jetzt die Frage, ist der Naive der Herr in Heuneburg, der jetzt einfach so glaubt, ach ja, die hat halt einen Jäger getroffen und dann mit dem gemeinsam Pilze gesammelt, das ist ja schön. Oder ist der Naive, die naive Person eigentlich, unser Held, den wir hier gerade spielen, der offensichtlich auch nicht kapiert hat, was da gerade abging und einfach so gesagt hat, ja, die sind halt wirklich nur Pilze sammeln. Wer ist die naive Person jetzt? Es könnte ja auch der Held sein. Weil natürlich klingt es erstmal so, als wäre die naive Person der, der Mann, der Ehemann. Aber es könnte auch einfach. Vielleicht ist es aber auch einfach wahr. Ja. Könnte auch sein, natürlich, dass die naive Person der, der Entwickler ist. Oder in dem Fall vielleicht nicht unbedingt naiv, aber vielleicht eher Richtung Troll. Ich meine, Trolle gibt es hier ja auch genug, wie man hier sieht. Dass sich die Entwickler davon ein bisschen am Arm stecken lassen und es wirklich nur um Pilze sammeln ging. Wobei die Szene halt leider zu offensichtlich gestrickt ist, sage ich mal. Bin froh, dass ich kein Troll bin.
Jetzt kannst du sie. Naja. Du kannst froh sein, dass du nicht hier zwischen Heuneburg und Glauberg lebst. Das mal eher. Weil als Troll würde ich dich schon teilweise bezeichnen. Dieser AOE-Schaden. Gemein vielleicht, aber manchmal muss man doch einfach die Wahrheit ansprechen. achttausend Schaden. 8,2k. Das waren gerade 8200 Schadenspunkte mit einem Hit. Nicht schlecht. Damage haben wir schon mal als Damage-Rekord. Ja, wobei, wir hatten schon 11k gesehen, aber ich weiß halt nicht, ob ich Hades dritte Phase zählen lassen soll für einen Damage-Rekord. Weil der hat halt wirklich aus irgendeinem Grund negative Elementarwiderstände. Das heißt, man macht dem um einiges mehr Schaden mit Elementar. Mit Elementarschaden. Und, ja, ich habe bei ihm halt die 11.000 gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich mir für eine 11.000 was kaufen kann, weil, ja. Die tatsächliche Damage ist eigentlich ein bisschen niedriger. Oh boy. Das sieht gerade vom Time-Management her nicht gut aus. Habe ich eigentlich noch? Ne, Punkte habe ich gerade keine zum Verteilen. Weiterhin Level 62. So. Ich habe vom Time-Management her ein kleines Problem. Gerade. Ich würde nämlich eigentlich schätzen, dass ich mehr als ein paar Minuten brauche für den Tempel der verborgenen Sonne. Und ich habe jetzt noch 6 Minuten über. Naja, dann müssen wir im Zweifelsfall überziehen. Aber vielleicht ist auch alles nur halb so schlimm, weil ich mache ja mördermäßig viel Schaden und einer der längsten Parts im Tempel der verborgenen Sonne ist ja hier der Anfang, weil die Laserraptoren vergleichsweise tanky sind. Aber dann brauche ich jetzt hier halt aktuell Two-Shots statt One-Shots. Ja, das wird wahrscheinlich die Medizin dafür sein, einfach schnell machen das Ding, und das wird wahrscheinlich sogar möglich sein, weil wie gesagt, ich mache hier ja einen relativ harten Schaden. Ouch! Ouch!
Ich muss gerade mal hier die Sturmböe ausrüsten auf meinem zweiten Angriff. Nicht zu öffnen. So, jetzt da kann ich wahrscheinlich. Ja, auf meiner zweiten Waffe besser gesagt, muss ich mal kurz die Sturmböe ausrüsten. Weil wir haben ja den Kollegen hier oben. Hallöchen, Jimmy. Jimmy, der Gegner, wo absolute Geschosse, ja, der 100% Geschosse ausweichen hat. Der wehrt alles ab, was Fernkampf ist. Aber wenn du ihn im Nahkampf angreifst, fällt er quasi sofort um. Das schöne Schäfchen. So. Rüber hat auch ein bisschen was, ist allerdings nicht ganz so fies. Eric hat auch Geschosse ausweichen 100%. Also zumindest die erste Phase, die zweite Phase dann nicht mehr. Aber man muss mittlerweile, wenn man Fernkämpfer spielt, muss man immer eine Nahkampfwaffe als zweites Teil dabei haben. Teerwassertreter und Stock des Weihnachtsmanns. Ja. Nee. Stock des Weihnachtsmanns hätte ich als Zweitwaffe nehmen können, aber muss nicht. Ich habe tatsächlich noch 2 Minuten über. Ich renne noch zum nächsten Wiederbelebungsbrunnen. Dann muss ich mir das nächste Mal, nicht fragen, ob ich jetzt schon drinnen war im Tempel der verborgenen Sonne oder eben nicht. Dann rennen wir noch kurz aus dem Wald raus und dann ist alles gleich. Hätte tatsächlich nicht gedacht, dass ich innerhalb von, das waren jetzt 3 oder 4 Minuten nur. Und hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht im Tempel. So, da ist das Rheintal. Da ist der Brunnen der Wiedergeburt. Da ist der Pause-Modus. Und da ist das Ende der Folge. Wenn ihr gerade im VOD auf YouTube zuschaut und es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ansonsten könnt ihr wie immer auch gerne den YouTube-Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr keine weiteren Folgen. Und dann bleibt mir nicht mehr zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge bei Titan Quest All Classes. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.